Möhren angucken. Möhren angucken. Alter. Möhren angucken ist auch richtig Hurensohn-mäßig. Möhren handgucken. Das ist richtig Hurensohn-mäßig. Möhren angucken. Was ist das behindert, ey? Wie kommst du darauf? Keine Ahnung. Ich weiß, das frag ausgerechnet. Ja, wollte ich sagen, das frag ausgerechnet. Mach mal den Udo Hindenberg. Ja, nee, den Udo Hindenberg. Den Behinderten. Was soll ich denn jetzt hier oben machen? Ich weiß auch nicht, ich farm gerade Sandstein. Obwohl, jetzt fällt mir wieder ein, was ich tun wollte. Ich hab so keinen Plan, was ich hier hinmachen soll, ne? Ja, ich auch nicht. Ich stehe die ganze Zeit oben auf meinem Turm auf, was ich mich weitermachen soll. Ich guck hier nur rum. Ich guck jetzt einfach, was ihr macht, von hier aus. Ja, genau. Am besten falle ich dabei noch runter. Wo bist du denn, Sepp und Titte? Ja, ich bin schon bei mir im Lager. Ich bin in mein Maya-Anfangsstätte. Ah, ich sehe dein Lager sogar. Ich sehe aber nur die Wand. Überleg mir gerade, wie ich das machen soll. Ich erstmal einen großen Raum machen, glaube ich, und dann baue ich hoch. Boah! Was hast du denn? Ich habe den Finger auf den falschen Tasten gehabt, ne? Und dann habe ich. Also, du musst dir ja vorstellen, AWSD, ne? AWSD? Stell dir mal vor. Ja, AWSD. WASD vielleicht? Ja, aber. AWSD? Ja, ist doch egal, ob WASD oder AWSD. Ja, oder? Schon. Auf jeden Fall, stell dir mal vor, du hast dann den Daumen nicht auf W, sondern auf Q. Das heißt also, der Zeigefinger ist auf dem S. So, und ich wollte jetzt nach vorne laufen und dann nach links. Hab dann aber meinen Crafting Table, den ich ausgewählt habe, weggeschmissen und bin nach hinten gelaufen. Ja. Und ich stand direkt am Rand. Schlecht. Hier von dem Turm. Boah, das war so richtig so ein Moment, hinter so Momente, weil das wüsste ich auch gerne. Mal schreibt da auf jeden Fall mal in die Kommentare rein. Schreibt mal die Momente rein, an die ihr euch erinnern könnt, wo ihr so richtig die Arschbacken zusammengekniffen habt. Weil das so richtig so, weißt du? Ja. Was gibt's denn? Oh, was mach ich denn, Alter? Du bist so Arschbacken zusammenkneifen, Moment. Ja, weißt du, was, so nenn mal jetzt. Was ich mal hatte? Ja, war richtig gut. Da war ich noch kleiner, ne? Da lag ich im Bett und ich hab so ein Rollo, das macht man nicht an der Seite so runter, sondern das ziehst du runter und dann hakt das sozusagen ein, ne? Ja. Und ich lieg dann da und will pennen und das war nicht richtig eingehakt und geht auf einmal hoch. So, weißt du? Und ich hab so Schiss gehabt. Ohne Scheiß, ich saß direkt im Bett drin und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich habe nur noch da hingeguckt und habe gedacht, jetzt kommen irgendwelche Einbrecher und wollen mich töten. Das war so ein Schreck, weil du rechnest ja nicht damit. Und das war so laut und springt auf einmal neben dir hoch. Das war so mein größter Arschbacken-Moment, an den ich mich erinnern kann. Willst du dich ja auch noch an so was erinnern, Sen? Na, irgendwie nicht. Ja, doch schon. So richtig, ich dachte so, boah, bin ich hier fast runtergefallen oder so, weißt du? Ja, war zu viel, Alter, keine Ahnung. Fällt mir jetzt so gerade spontan aber keine bestimmte Situation ein. Mir fällt jetzt auch gerade nichts Bestimmtes ein, aber das ist ja klar. Das ist jetzt das Einzige, was mir so direkt einfällt, ist natürlich das, was gerade passiert ist. Aber das war so, Alter, das ist runtergefallen, ja? Ich hab das ab und zu mal auch, wenn ich irgendwie der Meinung bin, ich hab einen Schlüssel verloren oder so. Dass ich so, weißt du, man hat ihn in der Hosentasche und irgendwie man merkt den gerade gar nicht. Und dann bekomme ich manchmal auch so richtige Paras dann und dieser Moment einfach, in dem ich denke, ich hab ihn verloren und hab aber dann schon wieder gemerkt, dass er da ist. Kennst du das, wenn das so delay-mäßig ist? Wenn du irgendwie das Gefühl, dieses Erschreckens oder so noch da ist, du aber schon im Kopf realisiert hast, dass gar nichts ist, ja. Aber das Gefühl, das ist voll Delay dann. Das ist richtig gut. Ja, du weißt, wie du das jetzt beschrieben hast, war aber interessant, aber trotzdem, ich weiß, was du meinst. Ja, ich wusste nicht, wie soll man das beschreiben, keine Ahnung. Gar nicht. Warte mal, was mach ich denn jetzt? Und ich hoffe, ich dazu lasse. Fällt der Stein auch, oder? Ich hab gerade bei mir war gerade Bah! Ja. Mach mein Lager gerade. Hüpft. Hüpft. Ja. P, warte so. Hüpft.
Hüpscht. Ich mach mal Lager gerade hüpscht. Mach mal Lager hüpscht. Mit einem T am Ende. Eigentlich fehlt da TZX. Ja, habt ihr jetzt aber wieder erfunden. Damit habe ich nichts zu tun. Das wollte ich nur noch mal klarstellen. Berührten, ey. Ich bin nicht mehr von Aliens berührt. Die Alien-Revolution ist weg und ich wurde geheilt. Ja. Ich hab mir letztes Jahr noch so überlegt, dass das eh Quatsch ist. Weil ich glaube eher, dass die, die du als Aliens bezeichnest, dass du die berührt hast. Aber die sind weg, die wurden ausgerottet. Ich habe die Alien-Revolution herbeigeschworen. Die Alien, die ich beschworen habe, die bin ich wieder losgeworden. Ich hab sie getötet, allesamt. Herbeigeschworen. Beschworen hab ich die. Ich hab euch hier, Alter. Ich hab euch hier hingeschwören. Ich hab euch hier hingeschwören. Ja, ich hab euch hier hingeschwören. Der Sepp hat heute auch ganz große Veranlagerung mit seinem richtig Hurensohn-mäßig dahin beschwören. Hüpft, bitch. Irgendwie ist da heute auch mal schief gelaufen, du. Tita hat mich angesteckt, du hast mich auch berührt. Der hat mich berührt, ne? Die Alien-Revolution ist vorbei, da ist der Sepp schon berührt, da macht er schon weiter, ne? Na, ich glaube, ich bin hier oben sicher vom Tita. Alter, Hilfe! Ne? Alter, Hilfe! Alter, Stallo! Alter, Hilfe! Ist das irgendwie so ein Mann mit Vor- und Zunamen oder was? Alter, Hilfe! Ja. Ihr Name, Alter, Hilfe, 23 Jahre alt. Na gut, das hätten wir schon mal fertig. Ja. Wie sieht Ihre Bewerbung aus? Ah! Das fand ich bei manchen Bewerbungsleuten aber auch lustig, die dann so sagen, ja, ich bin der und der, bin 23 Jahre alt und komme aus Hannover. Ich so wie im Fernsehen, du heißt irgendwie so mein Schlag den Raab. Ja. Ich bin der Chris, 23 Jahre alt und komme aus Berlin. Meine Hobbys sind Skateboarden zu zweit. Zu zweit auf einem Skateboard? Ja. Richtig gut. Aber jetzt bin ich so einigermaßen zufrieden mit dem Ding. Ist zwar immer noch nicht fertig, aber besser als vorher. Sieht ja voll kacke aus, hatte ich jetzt hier mal. Das ist viel zu zugebaut. Gewand. Die Gewand! Boah, da muss ich noch abändern. Das kann so nicht bleiben. Auch noch irgendwie eine Treppe runter oder so. Oh fuck. Ach, du baust gerade den Turm weiter oder was? Ja. Aber meiner ist auch noch nicht fertig. Wo bist du mich wieder am Stalken? Hurensohn-mäßig. Hurensohn-mäßig. Also so von außen muss er da hochbauen, das ist voll behindert, ey. Nicht Hurensohn-mäßig. Voll Umweg. Ich hab mir innen Leitern hochgemacht. Was mal, ob ich ein Warp hier oben. Hä? Hurensohn-mäßig. Das ist voll mäßig. Ermäßigt. Das ist ermäßigt. Ja, das ist voll ermäßigt. Boah, ich weiß nicht, wie ich das machen soll hier. Was denn? Dass du das jetzt gerade so, dass das hier überall so runter geht, weißt du? Hier so runter. Oh. Dann ist das aber so beengt hier drinnen, ne? Ja, ist generell ein bisschen zu tief, die Decke. Ich würde das noch irgendwie ein oder zwei höher machen. Meinst du, dass wenn das noch, also wenn das noch höher ist, dass das dann... Warte mal. Ich meine, mit dem Glas kannst du ja machen, du machst einfach nochmal so eine Etage oben drauf. Warte. Bin mal gespannt, was das wird hier, wenn ich das mal fertig habe irgendwann. Warte, da kann ich ja so machen. Dann mache ich hier die Leitern dran. Guck mal. Ja, das siehst du nicht, man, da fall doch mal da runter. Kommst du hier hoch und dann kannst du da weiter hoch. Jo. Jo, wie viel Platz ist das? Drei, ne?
Ja. Also so. Ja, nee, da muss das ja noch höher. Warum? Ach so, meinst du das? Kommt gar keine Decke rein. Ja. Was ist das für ein Scheiß? Und dann da Glas rein oder was? Naja, so wie unten auch. Aber an der Seite dann kein Glas oder was? Also, ich hab da, also da in der Mitte habe ich halt Glasscheiben reingemacht. Ich mach mal ganz kurz so, damit ich hier rüberkomme. Boah, wenn ich hier runterfall, ne? Das ist schön gefährlich hier. Ja, ich bin da, wie gesagt, da merke ich ja gerade durch meine derben Skills, weil ich ja meinte, ich muss da irgendwie eine ganz andere Steuerung benutzen. Eine ganz andere. Alter, was hat mein Magen denn für ein komisches Geräusch gemacht? Nee, nee. Das hat sich angehört, als würde einer heulen. Ey, das kenne ich. Das hat meiner auch letztens gemacht. Riesenspiel. Kannst ja eine neue Art erfinden zu musizieren mit dem Bauch. Bauchmusik. Bauchgeheule. Bauchheul, das ist ja der neue Dubstep oder so. Ah, ich glaube, ich habe das da oben einen zu hoch gemacht, ne? Kann das sein? Ne. Da könntest du Zäune hinmachen, das wird gar nicht mal so schlecht aussehen, weil das wird sich nicht miteinander verbinden. Einfach so Stangen, die so runtergehen. Oder du machst Eisenzäune. Ah, ne, das sieht hässlich aus. Weiß nicht so. Habe ich eigentlich die Treppe schon? Ne, habe ich nicht. Ich werde noch hier die Scheiben noch hinmachen. Sind hier überall Scheiben? Ne, auf der anderen Seite noch nicht, ne? Hier. Boah, passt sogar noch. Und ist kein Holz dabei für Zäune? War ich auch nicht. Ah doch, aber nicht viel. Ich glaube, das reicht nicht. Du brauchst Sticks, ne? Du brauchst pro Ecke 9 Zäune. Ne. Ich habe aber genug Sticks mit. Mach mal jetzt hier mal ein Crafting Table, warte. Bei mir hin. So. Ja, wir haben auch 45 jetzt, ne? Mach mal eine Nummer Zäune. Ach so. Mitchell. Ja. Du musst halt leben. Jetzt gerade. Jetzt gerade. Ich hab 36 Zäune, das wird wohl nicht reichen, ne? Nee. Du meinst du einfach? Komplett durchziehen, ja. Ich weiß nicht, ob man das hier direkt wegmachen soll, so. Dass das komplett durchziehst, ist das nur, das mit dem Glas so bleibt. Weiß nicht, ob man das soll. Kann man dann noch runterfallen? Oh, ja, kann man. Voll gefährlich. Da. Fertig. Wollte nochmal gucken. Hetzlich. Hetzlich? Hetzlich, ja. Wie das aussieht. Ja, dann mach ich das auf der anderen Seite. Oh, jetzt hab ich gleich keine mehr. Oh, geht. Bist du gerade da unten? Ja. Wird da irgendwie noch so eine Glaskuppel hinterher drauf machen? Weil der Strahl geht ja dann da durch. So. Aber unten, das ist mir zu eckig, eigentlich der Abschnitt.
Also doof, so was, also ohne Gerüst oder so zu bauen, weißt du? Ja. Da muss man aus Dirt machen. Ich hab mir schon überlegt, vielleicht einen Turm nach mit Glowstone. So eine Art Kreisel, der so drumrum geht, weißt du? Der so nach oben geht, diagonal. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Aber die Schwert ist. Was ist denn jetzt? Egal, jetzt ist aber. Muss ich jetzt Schluss machen. Weil ich muss gleich noch weg. Ja, alles klar. Dann, auch mal vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, ne? Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.